Servus zusammen, Freunde, Joris, GSPR Soft hier, heute mit Nee, dem... nicht schon wieder so ein scheiß M4, ey. Ja, aber das ist die Lonex L4-1 mit QRS EBB-System. Die soll einen ziemlich guten Rückstoß haben. Ja gut, komm, dann mach mal. Ja, okay, danke. Ja, hallo nochmal, Joris GSP Airsoft hier und das hier ist die Lonex L4A1 mit QRS EBB System. Was dieses QRS EBB System denn kann, das zeige ich euch nachher. Komm, tut das Ganze von Begadi, gibt es dort für 369 Euro. Okay, jetzt wird wieder gesagt, sieht aus wie so ein Standard M4 und dafür 369 Euro ausgeben, warum? Ja, und zwar liegt das an den ganzen Internals, die wir hier verbaut haben. Hier ist alles von Haus aus getuned, so sagt man das ja. Und noch eine Besonderheit ist halt dieses QRS-EBB-System, was sich auch ganz leicht austauschen lässt. Und wir kommen jetzt mal zu dem Review. Und zwar wird das mal ein ganz schnelles Review, nicht diese 15-20 Minuten Reviews, die ich immer abhalte. Wir wollen diesmal unter 10 Minuten bleiben, was ich eh nicht schaffe, weil ich mich wieder verplapper. Gut, Kaliber, Freunde, 6 mm, wir sind hier im Airsoft Hop-Up, ist einstellbar. Magazin, muss ich rausholen, ja komm. 360 Schuss High Cap mit dieser coolen Funktion, mit dem Ladekabel nenne ich es einfach, wodurch die Kugeln noch schneller hochrutschen. Ja, was haben wir noch? Energie liegt laut Begadi bei 1,5 Joule. Das Ganze werden wir am Ende des Videos nochmal testen. Einmal mit dem QRS-EBB-System und einmal ohne. Damit wir einen Vergleich haben, verliert die Waffe jetzt an Power oder nicht. Dann die Länge liegt in diesem Zustand bei 785 mm und mit ausgefahrenem Schaftstock bei 880 mm. Das Gewicht schwerer als bei einem Original M4. Das Teil hier ist wirklich sehr schwer mit 3030 Gramm. Heavy, heavy. Die Lauflänge hierbei, nur die Lauflänge, liegt bei 363 mm. Und zur Gearbox ist eine V2 modifiziert für das QRS-EBB-System. Kommen wir zu den Metall- und Plastikparts. Es ist eigentlich wieder ziemlich leicht. Wir haben hinten Schaft komplett aus Plastik, vorne den Handguard komplett aus Plastik, wo sich übrigens auch der Akku befindet. Da hinten im Stock Platz für den Spring Guide des QRS EBB Systems Platz sein musste. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu sehr verplappert. Ja, egal. Und unten der Griff natürlich auch komplett aus ABS. Zu den Metallteilen, wir haben natürlich hinten den Stock, die kompletten Internals, Upper Receiver, Lower Receiver, Carry Handle oben, Kimmel, Korn, Außenlauf, Innenlauf, komplett aus Metall, Abzugseinheit unten natürlich auch komplett aus Metall. Noch ein cooles Feature, wir haben verschiedene Farben bei den Metallteilen, das soll dem Original wohl sehr ähnlich kommen. Also hier an den Feststellrädchen haben wir ein etwas helleres Metall verwendet. Sieht optisch in Ordnung aus. Kommen wir nun zu den inneren Werten. Wir haben selbsthimmende Stahlgears, verbesserte und haltbare Gearbox-Shells, Nylon-Pisten mit 10 Stahlzähnen, polierter Zylinder, Rheinforce Stahl, Anti-Reversal, 8 mm Stahllager, M120 Tuning-Feder und High-Resistant-Verkabelung. Angetrieben wird das ganze System von einem Lonex A5 High-Speed Revolution Motor. So, das Ganze muss man erstmal auf die Reihe bekommen. Jetzt habe ich aber noch ein Manko. Ah, da kommen noch ein paar mehr zu. Und zwar wird angepriesen, Bolt Catch funktioniert. Bolt Catch funktioniert irgendwie gar nicht. Nächstes Manko. Das Magazin, das mitgelieferte. Dieses 360 Schuss High Cap
das feedet nicht richtig. Mal kommt kein Schuss raus, mal kommt mal wieder einer raus. Nächstes Problem. Was habe ich noch für ein Problem? Hinten ist bei mir das Problem aufgetreten an dem Stock. Da kommen wir nachher noch zu für das QRS EBB-System. Da müsst ihr den Stock immer komplett lösen, dann wieder anschließen. Und ihr habt hier oben so eine kleine Imbusschraube. Die muss exakt zwischen die Aussparungen des Gewindes passen. Und das Ganze muss dann auch nachher fest sein. Allerdings, ja, jetzt gerade ist es, nee, jetzt wieder nicht, jetzt löst es sich wieder. Das ganze System nicht so gut durchdacht, wie ich finde. Ansonsten von der Verarbeitung, Lonex Body kennen wir natürlich schon von dem Begadi HW4. Wirklich klasse verarbeitet. Das Ganze sieht auch wirklich sauber aus. Okay, außer dass es jetzt ein scheiß Standard M4 ist, aber wen juckt es denn? Das Innere zählt hierbei jetzt erst. Und was das Baby jetzt kann und wie das mit dem QRS EBB-System aussieht und wie man das einbaut, das zeige ich euch jetzt einmal. Spring Guide, einfach nur tauschen, das geht hierbei ganz leicht. Wir haben hier, oder eher gesagt, ihr braucht nur einen Imbusschlüssel, mehr nicht. Damit dreht ihr bitte die Schraube hier raus, das habe ich schon einmal gemacht. Dann einfach den Stocktube abdrehen. Ihr habt hierbei zwei Möglichkeiten, den Spring Guide zu tauschen. Einmal, indem ihr hier diesen Stocktube abdreht oder hier hinten noch einen Aussatz für einen 13er Schlüssel. Dann könnt ihr den hier hinten drüber raus austauschen. Aber einfacher geht es wirklich über den Stocktube. Hier müsst ihr aufpassen, dass euch die M120 Feder oder eher gesagt, dass euch der Spring Guide hier nicht raushaut. Also schön vorsichtig abziehen und von hinten Druck drauf geben. So, da kommt er schon. So, hier haben wir eure M120 Tuning Feder. Kommt auch wieder hier rein. Und hier ist der Spring Guide oder eher gesagt der Standard Spring Guide ohne dieses Blowback. Den tauschen wir jetzt einmal aus. Und zwar gegen das QRS EBB-System. Hier nochmal der Vergleich. Leichte Änderung. Und zwar bis hier vom Aufbau alles gleich. Und beim QRS EBB-System haben wir noch einmal hinten diese Aussparung für diese Rückholfeder. Die kommt hier hinten drauf. Und so wird das Ganze jetzt wieder eingeführt. So, weiter geht's nicht. Und jetzt haben wir den Vorteil, da wir hier diesen Stocktube ab oder den Stock hinten abgeschraubt haben und nicht das hintere, jetzt können wir das Ganze einmal schön hier einführen. Das geht ganz easy. Ein bisschen wackeln vielleicht. So. Und jetzt braucht ihr wieder eine Menge Druck, aber hier was hat ja Kraft. Ein paar Gewindegänge braucht das Ganze. Dann könnt ihr das auch loslassen und einfach wieder draufschrauben. So, dann eure Imbusschraube hier oben wieder festdrehen. Und so schnell geht der Wechsel zum QRS EBB-System. Dann schauen wir uns doch jetzt einmal den Rückstoß des QRS EBB-Systems an. Mal gucken, ob man was sieht. Man merkt es. Man merkt es nicht so stark, wie ich finde, wie bei einer GBB. Aber man merkt es. Es tut nicht weh, aber man merkt es. Es ist schon ziemlich hart. Es macht auch wirklich Spaß. Besonders, wenn man weiß, okay, hier ist jetzt ein Akku drin. Also das ist schon deutlich.
Das ist cool, ist jetzt nichts für mich, aber ey, für den Milsim-Bereich, warum nicht? Coole Sache. Ja, das Teil, das müsst ihr selbst schießen. Ja, dann jetzt das Ganze einmal ohne das QRS-EBB-System. Und zwar haben wir jetzt den kleinen Vorteil für manche, dass das ganze System nicht mehr so knallt. Hört sich an wie eine ganz normale SAEG. Und jetzt mal gucken, das Ansprechverhalten beim Triggern, wie schaut's aus? Wie schnell kann man das machen? Ja, wie wir sehen, coole Sache, funktioniert wunderbar. Jetzt auch ohne dieses QRS-EBB-System und ich verabschiede mich jetzt schon mal und zeige euch jetzt einmal das L4A1 von Lownix mit dem QRS-EBB-System und ohne das QRS-EBB-System im Chronotest. Das war's von mir, Freunde. Joris, GSP Airsoft. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Macht's gut. Schönen guten Morgen Leute, Joris GSP Airsoft hier, heute wieder ein B-Gardi Unboxing.